Ein herzliches Willkommen zurück zu SW Tor. Wir wollten rüberfliegen Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur und für offizielle zwar zur Geschäftsangelegenheiten Kreuzung vorgesehen. Passen Sie auf sich auf. und dann mal gucken, was mit Meister Tykan da los ist. Es ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Die Kreuzung Stufe 17 und das ist Stufe 21 Nashada. Die Kreuzung machen wir natürlich, da kriegen wir auch schon wieder 62.000 EPs für. Und Nashada sogar 76.000. Also ich glaube, wenn wir die nächste Zeit nur Klassenquests machen, dann sind wir ruckzuck Level 60. Das ist ja echt krass, dieser Bonus, ne? Wahrscheinlich, jetzt habe ich den Bonus so ein bisschen nett gefunden und möchte den ausnutzen und dann ist das Event vorbei. Sicherheit. Ich muss da mal nachlesen, wie lang das noch geht. Mal schauen. Also 12 mal so viel, das ist echt cool. Erholt sind wir ja nun auch gut. Wir auch fast das ganze Level noch. Also 82.000 haben wir ausgeruht, 90.000 das ganze Level. Das finde ich in Ordnung. Wir nehmen jetzt hier mal nichts an. Also mal tatsächlich gar nichts. Denn ich würde ganz gerne, gesagt, nur die Klassenquest machen. Hoppla. Denn ich will hier unbedingt weg von Taris. Ich mag diesen Planeten so absolut nicht. Immer noch nicht. Und ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Wo ich finde, hier hinten das Eck geht schon wieder. Und, irgendwann, vielleicht irgendwann werde ich Taris dann doch noch mal durchquesten. Wird es ja mit Sicherheit auch einen Erfolg geben oder so. Und deswegen werde ich das mit Sicherheit irgendwann werde ich mich immer durchbeißen. Aber dann eben auf Level 60 und dann macht das auch nichts mehr. Ah, verdammt! Wer wagt es, mich anzugreifen? Wo? Ich verstehe es nicht. Das galt gar nicht mir. Was soll denn das? Also bei aller Liebe, ja? Jetzt hört's dann mal auf. So, wir kommen wieder so durch. Ha, ich krieg das doch echt gut hin. Ist das hier? Das können wir mitnehmen. So, dann wollen wir doch mal schauen. Gebufft sind wir noch. XP-Bonus brauchen wir, glaube ich, jetzt im Moment nicht nehmen. Den können wir uns für später aufbewahren. Untersuche die Störung der Kreuzung. Okay. Wartungsdruide, also der ist auf jeden Fall schon mal ein guter. Sind alle gut hier. Die tun uns nichts. Soll ich mit dem da reden? Sicherheitschef? Ja. Willkommen in der Kreuzung, Jedi. Tut mir leid, wir hatten keine Zeit, sauber zu machen. Ich höre merkwürdige Gerüchte von meinen Leuten über Meister Tykan. Seid ihr deswegen hier? Ich kann nicht darüber sprechen, aber ich muss Meister Tykan sofort finden. Er hat dich gesagt, wenn er zurück sein würde. Was ist denn los? Hier seid ihr. Versteckt euch in Tunneln. Ich kann eure Augen funkeln sehen. Sie hört auf zu flüstern. Ich bin ein Jedi. Das bin ich. Das ändert gar nichts. Ein so dunkler Planet. Fels läuft spitz zu wie Finger. Schwarzer Fels, der... Wartet. Die Dunkelheit fließt aus ihnen. Sie muss... Oh je, ich glaube, den hat das gleiche erwischt wie Meister Yuan. Meister Tykan, hört ihr mich? Ich bin gekommen, euch von dieser Krankheit zu heilen. Heilen oder schaden? Ich sehe eure Lügen. Einst sah ich an dem dunklen Ort. Malakor war dunkel, dann hell. Ich sehe in seine Augen.
während wir laufen, während Parkanas alleine fällt. Erzählt mir von Parkanas, Meister Tykan. Woran erinnert ihr euch? Hört auf! Hört auf! Nein! Ich gehe nicht wieder zurück! Ich werde euch alle aufhalten! Und eure Kreuzung hortet Gift wie die Egel! Ja, ich lasse die Gase frei und die Schatten von unter der Erde. Eure Kreuzung wird in Schutt und Asche liegen! Was würde Aris sagen, wenn sie euch so sehen könnte, Meister Tykan? Eine war sehr schlau. Yuan? Sidoni? Nein, das stimmt nicht. Was die Jedi wohl tun, während sich das Gas sammelt, hm? Wird es die Arbeiter retten, bevor sie ersticken? Doch das Gas wird auch die Kreuzung anfressen. Wie viele müssen sterben, damit der Planet sauber ist? Tausende? Wie viele wollt ihr töten? Riecht ihr das? Dieser Verrückte hat die Hauptgasleitung beschädigt. Sir, Rakule! Jemand bricht die Lüftungsschächte auf. Es strömen Rakule herein. Nein, wir müssen uns auf die Evakuierung konzentrieren. Oder die Kreuzung retten. Ich weiß nicht. Keine Panik. Die Arbeiter der Kreuzung verlassen sich darauf, dass wir sie retten. Ich evakuiere unsere... Moment! Eine meiner Crews führt Wartungsarbeiten hinter einem Feuerschott durch. Sie werden am Gas ersticken. Bitte. Ich kann sonst niemanden dorthin zurückschicken. Ihr seid ihre einzige Chance. Holt sie da raus, bevor die Rakule den Abschnitt erreichen. Viel Glück. Jo, wird gemacht, natürlich. Mensch, da hat's den Meister Tykan aber ganz gewaltig erwischt, hm? Auf jeden Fall das gleiche wie Yuan. Das ist auf jeden Fall schon sehr gleich. Was habe ich denn da? Wenn man konzentriert wegen der... Und nochmal von vorne. Wenn man konzentrierten Mengen der Giftstoffe in der Luft von Taris ausgesetzt ist, verbrennen die Lungen und man bekommt schmerzhafte Quaddeln. Die maximale Gesundheit verringert sich um 25%. Schmerzhafte Quaddeln. Na lecker. Wer wünscht sich das nicht? Ui. Ja, da ist ja, die Elite dabei, ne? Macht gar nichts. Ich würde jetzt erstmal auf die Kleinen gehen. Und die wegmachen. Au, der hat mich gehauen. Ist der noch ganz dicht? Wie soll man den denn hinkriegen? Und tot. Hä? Wo waren jetzt so meine Schutzdinger hier? Mensch, ruft die Macht an, dir und deinem Gefährten zu helfen. Machtrüstung. Die sollte ich vielleicht aufrechterhalten, hä? Huh? Die Machtrüstung. Ich muss mich da echt nochmal genauer mit beschäftigen, mit befassen mit dem Botschafter. Wie ich den denn nun am besten spiele, welche Sachen ich denn nun am besten anwende und was ich immer aufrechterhalte. Gucken. So, geheilt sind wir. Das. Und da ist aber nur noch eins dabei, das ist blöd. Das ist dann jetzt 30 Sekunden lang hohen Schadensbeitrag absorbieren. Dann würde ich doch das hier mal umdrehen. Was ist das? Demonstriert die Macht und säubert ein... bewegen. Unterbricht die aktuelle Aktion des Ziels. Das Unterbrechen.
Und das ist Heilung. Heilung ist immer gut. Okay, gut. Versuchen wir es nochmal. Und diesmal so. Au. Ich würde vielleicht auch erstmal den Kleinen hier wegmachen. Und das auch hier. Oh, Kaisen geht's nicht so gut, ne? Kann ich den eigentlich heilen? Kann ich, ja. Bringt mir nur nicht viel, wenn der natürlich mir dann wegstirbt. Was ist nun? Ah. Hilfe! Sie haben Kenny getötet. Sie haben Kaisen getötet, wollte ich sagen. So, dann heben wir Kaisen wieder auf. Das war jetzt ja nicht so toll, ne? Habe ich ja nicht so eine tolle Figur gemacht dabei. Besiege die Rakule in der Kreuzung. Überall, das ist also egal wo. Dann gehen wir doch mal hier weiter. Und ja, die waren doch jetzt einfach zu besiegen. So muss das sein. Da weiter müssen wir. Ist noch nicht, ob wir vorher die Rakule fertig besiegen sollten. Das ist ja immer so eine Sache. So. Wird das auf jeden Fall öffnen, die Panzertür. Und da geht das nicht weiter mit den Rakulen. Nee, da würde ich jetzt erstmal die Rakule fertig machen. Schalalalala. So viele sind es ja nicht mehr. 9 Stück noch. Sterb. Und da hinten noch. Aber erstmal Kaisen noch mal heilen hier. Nicht, dass der gleich wieder aus der Latschen gibt. Und wir dann hinterher. Ne? So, wo sind die letzten? Da ist noch einer. So, die haben wir. Dann können wir jetzt dahin zu den Leuten hinter der Feuertür, ne? Das ist schon das, ja. Mal gucken, wie es denen da hinten geht. Was ist denn das? Rüstung wird pro Stapel um 7% reduziert. Na super. Was machen wir da? Machtfähigkeiten einsetzen, Tür untersuchen. Ja. Die Macht ist mein Verbündeter. Ich werde nicht scheitern. Joa, die Tür ist offen. Rette die Arbeiter. 5 Stück. Na, ich hoffe, die waren nicht an der Tür. Naja. Ein. 2. Hui. Muss ich sagen, da hatte ich ja eigentlich mit gerechnet, dass die kommen, aber... Ist ja meist so, dass man sich dann doch ein bisschen verjagt, auch wenn man damit rechnet, dass irgendwas kommt.
Das ist der dritte. Ah, da ist noch einer. Okay. Hier sind noch einige. Die waren da eben aber noch nicht. So. Wir sind schon wieder Kaisen heilen. Und dann noch einen, ne? Einen noch, ja. Dann haben wir das auch geschafft. So. Und dann kehre zurück. Sind wir hier wieder hin? Okay. Gut. Das machen wir. Aber eben nochmal kurz heilen. Na, na, na. So, so, so. Jetzt müsste hier eigentlich alles leer sein. Ach, die Festungseinführung, die können wir eigentlich auch nochmal machen, dass wir dann nochmal in der Festung, also in die Festung reisen. Das können wir dann eigentlich, ja, mal machen, wenn wir dann, also wenn ich dann aufhöre mit Aufnehmen und Auslogge, weil da steht man dann ja auch erholt, können wir das eigentlich mal machen. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier ab. Ihr seid zurück. Und das unversehrt. Hoffentlich habt ihr nicht allzu viel von dem Zeug eingeatmet. Wir haben dank euch die ganze Crew retten können. Es könnte aber mehrere Monate dauern, bis wir die Kontamination bereinigt haben. Viele werden krank werden. Vertraut der Macht. Ihr und eure Männer werdet alles wieder zum Laufen bringen. Das ist wahr. Ein verrückter Jedi allein wirft uns nicht weit zurück. Tykan ist für all das verantwortlich. Vielleicht können wir euch helfen, ihn aufzuhalten. Hier, bevor Tykan verrückt wurde, studierte er die alte Infrastruktur auf Taris. Hier sind Kopien seiner Aufzeichnungen. Die Verschlüsselung ist allerdings ziemlich alt. Wir können sie nicht knacken. Irgendjemand muss das doch entschlüsseln können. Die Computer in der republikanischen Basis müssten noch die alten Codes beherrschen. Damit bekommen wir die Aufzeichnungen ohne weiteres auf. Gebt Captain Nelex diese Aufzeichnungen. Er kann euch helfen. Was denkt ihr, studierte Tykan? Ich weiß es nicht. Aber ihr solltet es herausfinden. Wir geben Acht. Gebt auch ihr Acht, Jedi. Okay. Ja, dann nehmen wir doch hier das Beinkleid. Und Stufe 21. Juhu. Und wir haben noch ein Holo-Gespräch. Das allerdings muss jetzt warten. Bis zum nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.